Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Der Sommer ist da, UF Pro liefert, wir zeigen es euch. Heute die neue Striker ULT. Die brandneue Striker ULT gibt es aktuell nur in Multicam. Das hat auch seine Besonderheit. Wir haben es schon mal bei der kurzen Hose, bei der P40 Gen 2 angeteasert. Hier ist nämlich das neue Nyko Extreme eingesetzt worden. Das ist ein ganz super atmungsaktives Nylon-Cotton-Gemisch und zwar 57% Nylon und 43% Baumwolle. Hier hat man jetzt nochmal einen Schöller-Stretch-Anteil, Schöller Dynamic Stretch, den sieht man hier hinten ganz schön. Im oberen Bereich zeige ich euch gleich nochmal im Detail, einfach nur, dass ihr es schon mal gesehen habt. Bei Schöller Dynamic 92% Polyamide und 8% Elastane. Die Hose selbst ist ein Hybrid aus der Striker X, aus der HT, aus der P40 Gen 2 und da sind bestimmt auch irgendwo noch Teile von der XT mit drin, aber wir fangen jetzt mal einfach mit dem offensichtlichsten Merkmal an, nämlich der neue Waist-Bereich, den man auch bei der P40 Gen 2 findet. Hier einmal für euch nochmal das Gürtelsystem von vorne. Erstmal ohne Gürtel, eine Besonderheit, was auch die P40 Gen 2 Short hat. Wir haben hier Schöller Dynamic Stretch oben als Einsatz. Das heißt, die Hose ist super elastisch. Das heißt, ihr müsst auch bei der Größenwahl entsprechend ein bisschen aufpassen. Normalerweise ist es so, bei UF Pro, wenn ihr eine Größe habt, dann ist es für alle Hosen entsprechend gültig. Wenn ihr aber jetzt hier zum Beispiel eine 34 hättet in der Striker X, solltet ihr bei der ULT eine Nummer runtergehen und auf die 33 gehen. Dann habt ihr hier einen fest verbauten Gürtel, genau wie bei der P40 Short Gen 2. Der lässt sich hier entsprechend nicht abnehmen, der ist fest vernäht. Man hat hier aber nicht einfach nur so ein leichtes Gurtmaterial verwendet, sondern wirklich eine Versteifung auch mit drin. Das heißt, dieser fest integrierte Gürtel ist auch perfekt zu nutzen als Untergürtel. Da würde ich jetzt überhaupt keinen Bedarf sehen, da nochmal einen Untergürtel anzuziehen. Lege ich hier einmal unter der Gürtelschlaufe durch. Habe dann hier vorne entsprechend eine Mittelplatte, der beide Teile verbindet. Das heißt, ich kann hier den Gürtel dann entsprechend in der Weite einstellen, in beiden Seiten. Ist dann auch für Recht- oder Linkshänder gut zu öffnen jeweils. Und diese Platte hier hat genau die richtige Größe, um dann auch eine Cobra-Buckel oder auch große 45 mm Schließen hier sauber zu unterlegen, damit der Bauch geschont ist, beziehungsweise hier keine Druckstellen vorhanden sind. Wenn ich möchte, kann ich natürlich auch das Ganze ohne diesen Gürtel nutzen. Also wenn ich sage, ich will doch meinen Innengürtel haben, dann klette ich das hier einfach aufeinander, lasse dieses Mittelteil weg und kann dann hier meinen ganz normalen Innengürtel drüberlegen und habe dann hier auch die Möglichkeit, nochmal mit einem Außengürtel drüber zu gehen. Das gilt dann für beides, entweder mit dem integrierten Innengürtel oder einem externen Innengürtel und dann entsprechend hier das Ganze mit der Klettlasche zu fixieren. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt und den Innengürtel nochmal an der Hose fixieren wollt, habt ihr hier in der Mitte ein Knopfloch. Das heißt, ihr könnt dann hier den normalen Hosenknopf damit verbinden und habt dann damit das Ganze in der Mitte nochmal fixiert. Die Hose lässt sich hier mit einem Canadian Slotted Button bedienen. Der ist hier verbaut. Hinten dran habt ihr nochmal eine normale Steckschließe und dann Armins berühmter Zwei-Wege-Zipper, damit ihr auch euch nicht entscheiden müsst, wie ihr den Pipi-Mann rausholt. Entweder hier von unten, muss man hier mal rankommen, das ist gerade so ein bisschen verbaut. So, könnt ihr von unten öffnen oder aber auch von oben, ganz regulär, wie man das kennt. Das sind so die Kleinigkeiten, die die Hose so besonders machen. Finde ich echt cool. Wir fangen mit der Rückseite an. Hier seht ihr, habt ihr so einen U-förmigen Bereich. Der ist gepolstert und zwar mit dem gleichen Material auf der Innenseite, also innen verbaut, wie auch bei den Schulterpolstern beim Combat Shirt. Das ist hier dieses ultra weiche Mesh, was extrem luftig ist. Das hilft euch beim Tragen des Battle Belts oder auch des Hüftgurts vom Rucksack. Entlastet hier entsprechend, sehr, sehr geiles Feature. Weiterhin habt ihr hier Klettstreifen, dass ihr entsprechend die Hose auch ohne einen Innenbelt benutzen könnt, wenn ihr ein Battle Belt tragt. Die Gürtelschlaufen sind hier so gebaut, dass ihr hier einen Gürtel durchschlaufen könnt, aber keine zusätzliche Lasche oben drüber ist mit dem Druckkopf, wie man das von anderen Hosen kennt. Hier seht ihr jetzt einmal schön den Übergang auch von dem neuen Nyko Extreme und dem Schöller Dynamic Stretch. Man sieht hier wirklich farblich Schöller extrem geil. Also ich glaube, das bietet auch nur Schöller, dass das Multicam hier wirklich so farbecht ist und so gut zum Rest vom Material passt.
Das geht bis hier hin, wie ihr hier sehen könnt. Also der obere Bereich hier und das komplette Gesäß ist aus Schöller Stretch gefertigt. Natürlich geht das Ganze hier auch in den Schritt weiter, da wo halt entsprechend die Beanspruchung ist. Habt ihr hier alles weich und elastisch. Und dann geht das über in den ganz normalen Nyko Extreme Bereich. Eine Sache wird euch hier vielleicht aufgefallen sein. Im Vergleich zur Striker X hat diese Hose hier hinten keine Taschen. Wer im Kampf ist, braucht auch kein Portemonnaie zu schleppen, beziehungsweise wenn ich da ein Portemonnaie habe, habe ich es im Rucksack. Von daher braucht man hier nicht. Hier finden wir wieder ein Feature, was wir von der Striker X kennen, und zwar der verstellbare Bereich für den Kniebereich, den wir euch gleich dann auf der Vorderseite noch zeigen. Hier habt ihr allerdings anstatt eines Knopfes einen Klett, der hier nochmal mit einem elastischen Zugband hier vorne verbunden ist. Das heißt, hier könnt ihr entsprechend von beiden Seiten den Bereich vom Knie nach hinten fixieren, damit das Kniepolster immer in der richtigen Position sitzt. Das Ganze ist abgedeckt, sehr fein gelöst. Finde ich tatsächlich sogar noch besser, als wenn hier ein Knopf ist. Also Klett deutlich besser als Knopf bei der Striker X. Wir gehen noch ein Stück weiter runter. Hier wurde wieder etwas eingespart. Die ULT ist ja auch nicht nur atmungsaktiver, sondern auch leichter als die anderen Modelle. Hier fehlen die Unterschenkeltaschen. Beibehalten hat man allerdings hier den ausstellbaren Beinbereich. Der ist hier auch fein mit einem Mesh unterlegt. Kann man hier das Bein entsprechend ausstellen. Wenn ich einen Stiefel habe, kann ich das alles ein bisschen weitermachen und mit einem Zipper hier entsprechend regulieren. Auch wieder übernommen und ganz wichtiges Feature meiner Meinung nach ist hier die Stiefellasche, um entsprechend die Hose wie eine Gamasche nutzen zu können oder die Hose gegen Hochrutschen zu sichern. Ein Haken, wo ihr entsprechend dann auch den Stiefel mit fixieren könnt. Hier habt ihr ein ganz normales elastisches Band mit einem Canadian Slotted Button, um hier nochmal die Bundweite unten am Fuß einstellen zu können. Ist natürlich ein bisschen fummelig jetzt hier. So, macht ihr das auf und dann könnt ihr hier entsprechend das Ganze eng oder weit machen und dann hier in den entsprechenden Knopflöchern so einstellen, wie ihr das gerade braucht. Das war schon das untere Teil der ULT. Wir wechseln mal nach vorne. Weiter geht's mit den Einschubtaschen. Die sind von der Form her hier gleich geblieben. Ihr habt einen großen Einschub, wo ihr locker mit dem Handschuh eingreifen könnt entsprechend. Und hinten dran nochmal einen abgenähten Bereich, wo ihr auch entsprechend dann eure Taschenlampe oder euer Messer unterbringen könnt. Das passt hier perfekt. Das ist gleich geblieben, auch wie bei der Striker X. Da hat sich nichts geändert. Allerdings müsst ihr hier im Vergleich zur P40 Gen 2 Short auf die Innentasche auf der rechten Seite verzichten. Hier habt ihr genau wie auch bei der Striker X nur auf der linken Seite nochmal hier eine versteckte Einschubtasche mit einem Reißverschluss, wo ihr nochmal kleinere Gegenstände unterbringen könnt. Gehen wir auf den Oberschenkel über. Hier seht ihr deutlich, da fehlt auf jeden Fall was im Vergleich zu hier, zu der Striker X. Hier habt ihr nämlich nochmal eine zusätzliche Tasche mit einem Knopf. Die fehlt hier komplett. Und auch die Einschubtasche für Kurzwaffenmagazine fehlt hier komplett. Die Oberschenkeltasche ist im Vergleich zur Striker XT nicht mit einem Reißverschluss ausgeführt, sondern mit Knöpfen, genau wie auch bei der Striker X. Da ist es schon offen, dann müssen wir es hier noch aufmachen. Das heißt, oben könnt ihr hier entsprechend mit zwei Knöpfen arbeiten. Die sind schön unter einer Flappe verborgen. Das heißt, ihr habt die immer gut geschützt und könnt dann damit entsprechend auch in die Tasche eingreifen. Von der Größe her habt ihr hier am hinteren Bereich nochmal eine Falz, wo das Ganze ausgestellt werden kann. Bei der Striker X ist die Falz sowohl hinten als auch vorne. Also hier würde ich sagen, die bauscht ein bisschen mehr auf. Die hier ist ein bisschen low profile. Vom Inhalt her ist es aber, denke ich, vergleichbar von der Menge, was man reinbekommt. Auch innen wieder hat man hier auf das neue Gurtband gesetzt, beziehungsweise elastische Band, wo ich entsprechend nochmal Magazine oder andere Gegenstände fixieren kann. Wir haben zwei weite und ein schmales. Ich schiebe einmal kurz für euch Magazine rein, dass ihr es sehen könnt. Hier würde ich wirklich von der Breite her zwei Langwaffenmagazine reinbekommen. Ich mache es mal wieder auf rechts, damit ihr das auch mal in der Tasche seht, wie das aussieht oder wirkt.
So, also wie gesagt, zwei Magazine hier in den Schlaufen und dann habt ihr im vorderen Bereich noch eine Schlaufe frei und da würde sogar noch mal ein Kurzwaffenmagazin hinpassen. Also hier ist das erste, da ist das zweite, hier ist das Kurzwaffenmagazin. Und damit habt ihr drei Magazine hier in dieser Tasche untergebracht und habt sogar noch Platz vorne dran, um noch mehr Gear reinzupacken. Wie bei UFPRO üblich habt ihr im vorderen Bereich einen Zipper, um die Tasche auch im Sitzen gut zugreifen zu können. Von oben hier mit dem Knopf, von vorne mit dem Zipper. Oh, geht gar nicht, ist zu. Ja, das ist ein neues Feature von UFPRO, sehr geil. Denn anstelle eines zusätzlichen außenliegenden Zippers, der für die Belüftung sorgt, macht ihr einfach diesen Zipper hier auf und habt hier dann schön unterlegt Meshmaterial, was bei jedem Schritt die Luft einsaugt und euch entsprechend gut im Schritt belüftet. Wenn ihr jetzt doch an die Innentasche wollt, habt ihr hier innen drin versteckt nochmal einen zweiten Zipper, der die Tasche schützt bzw. den Inhalt schützt gegen Verlust. Denn wenn ihr die jetzt aufmacht, kommt ihr hier wieder in den Hauptbereich. Oh, ich habe geschlampt. Mal schön machen hier. So, seid ihr hier im Hauptbereich und könnt dann hier entsprechend den Inhalt auch zugreifen. Einmal so oder eben so. Wollt ihr das nicht, macht ihr den inneren Reißverschluss zu. Inhalt ist gesichert, den äußeren lasst ihr offen und habt hier eine wunderbare Belüftung. Sehr cool. Auf zu den Knien. Hier hat man das Prinzip der Striker X beibehalten, was wir sehr gut finden im Vergleich zu den Vorgängern, wo man auch von unten und von oben im Prinzip Pads einschieben musste. Hier hat man wirklich jetzt nur noch einen Zipper, den man hier von oben öffnet. Den kann man auch tatsächlich offen lassen, um auch nochmal Belüftung zu schaffen, wenn man das denn möchte. Und hier habe ich dann entsprechend einmal das fest integrierte Kneepad, was hier schon mal leicht gepolstert ist, genau wie auch bei der Striker X. Und da kann ich dann die UFPRO-Pads einschieben, und zwar einmal die Soft-Pads, nicht enthalten, und die Hard-Pads. Kann ich hier auch nochmal einschieben. Das zeige ich euch gerade mal hier, dass ihr es mal innen gesehen habt. Hier ist der Hauptbereich, wo das große Pad reinkommt, und hier vorne ist nochmal eine kleine Tasche, wo entsprechend dann auch hier das Hard-Pad eingeschoben werden kann. Und damit hat man dann auch nochmal zusätzlichen Schutz fürs Knie. Eins vorab, vom Komfort her, wenn ihr das nochmal nicht einzeln getragen habt, das Hardpad ist wirklich hart. Also wenn ihr das am Knie habt und euch damit abkniet, das ist nicht so angenehm. Also wenn ihr das Hardpad nutzen wollt, empfehlen wir euch auf jeden Fall auch die Nutzung des Softpads. Andersrum ist nicht beides nötig. Wenn ihr nur das Softpad nehmt, seid ihr auch good to go. Das Hardpad ist einfach nochmal ein zusätzlicher Schutz. Auf der Innenseite gibt es auch noch was zu sehen. Und zwar haben beide Hosen hier diesen Gummi, der euer Combat-Shirt entsprechend in der Hose hält. Das hatte die Striker X schon, das hat die Striker ULT auch. Hier hat man allerdings nochmal zusätzlich unten drunter einen Reißverschluss, wo ihr entsprechend den Windstopper einbauen konntet. Den hat die ULT nicht. Diese Hose ist einfach auf leicht und warmes Klima ausgelegt. Das war unsere kurze Vorstellung der neuen Striker ULT in Multicam. Wir sind sehr gespannt auf die Version in Steingrau-Oliv, speziell auch, ob da das neue Nyko Extreme verwendet wird. Das ist wirklich sehr, sehr atmungsaktiv, wenn ihr das mal vergleicht mit normalen Nylon-Cotton-Gemisch und mal durchpustet und das wirklich mal hier mit der macht. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es ist auf jeden Fall extrem cool. Die Hose ist eigentlich eine Striker X auf leicht getrimmt, also wenn ihr die Striker X kennt, liebt oder habt und nochmal was ultraleichtes für den Sommer sucht, wo ihr sagt, ich brauche nicht unbedingt ganz so viele Taschen, aber will trotzdem auf die wesentlichen Features der Striker X nicht verzichten, der ist mit der ULT genau richtig bedient. Natürlich dürfen wir nicht das neue Waist-System vergessen zu erwähnen. Das ist, denke ich, auch nochmal eine ganz feine Sache für den einen oder anderen, gerade auch wenn es warm ist und man nicht nochmal einen Untergürtel tragen will, ist der hier schon mit dabei integriert und vor allem er funktioniert. Falls ihr das Gürtelsystem gut und atemberaubend und bahnbrechend findet, dann solltet ihr euch auch mal unser Video zur P40 Short angucken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, die P40 Short Gen 2 haben wir kürzlich vorgestellt. Findet ihr hier am Ende des Videos und unten in der Beschreibung nochmal. Die nutzt nämlich genau das gleiche System. Ihr bekommt die Striker ULT bei Rigging Company. Der Link ist unten eingeblendet. Schnappt sie euch, bevor sie ausverkauft ist. Habt ihr noch Fragen zur Hose? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.